Hallo liebe Freunde der gepflegten Eisenbahnromantik, hier der Oss. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Railroad Tycoon 3. Du bist mein nächstes Opfer, weil du so schön in der Nähe bist, obwohl ich gesagt habe, ich übernehme den anderen, aber ich nehme den. Weil das sieht auch einfach zu verlockend aus. So, welches Symbol hattest du? Luxausam. Ach, wir haben sogar noch eine Anleihe gekauft von euch. Dann geben wir zumindest mal eine zurück. So, damit uns die Zinsen nicht so sehr erdrücken. Aktien kaufen. Ich vergesse immer, wo das war. Hier. Was kosten uns die Fusion? Am Rande der Rezession macht es noch billiger. 10 Millionen. Probieren wir es mal mit 3,2 Millionen. Fusion erfolgreich, danke. So, wir sind geldtechnisch gut dabei, ne? So als Privatperson. Was fährt denn bei dir auf der Strecke? Du nimmst nur die zwei mit, ne? American. Du fährst dieselbe Strecke, du wirst einfach ausgemustert. Quatsch. Raus. Ist ja nie rentabel in keinster Weise. Hast du auch nochmal die Strecke, oder was? Kein Wunder, dass du nicht verdienen konntest. Du fährst Davenport Cedar Rapids, wird ersetzt. Gegen die American. Hast du noch was auf der Strecke? Sag's lieber gleich, find's sowieso raus. Eisenbahnbrücken aus Stahl. Sieht so aus, als wär's der einzige auf der Strecke. Union gewinnt, der Krieg ist vorbei. Naja. Machen wir hier gleich mal eine Direktverbindung nach Madison und wir kriegen die Consolidation. Jetzt müssen wir mal ein bisschen schauen. Sehr schön. Noch schöner. Am allerschönsten. Bürgerkrieg vorbei, sie können gut ausgebildete Arbeiter anheuern, sodass die Kosten für das Legen von Gleisen um 20% reduziert werden sollen. Die Kosten für die Gleiswartung erhöhen sich? Nein, danke. So. Nur diese kleinen verunglückten Züge. Wir können eigentlich auch langsam mal runter in Richtung Springfield bauen. Aber hier liegt doch richtig Fracht, auch vor allem in Madison. Wo wollten ihr hin? Die Fracht. Investoren sind brüskiert. Das ist mir völlig egal. So, von Madison. Chicago, Chicago.
Also eine Chicago-Strecke lohnt sich schon mal von Madison definitiv. Man sieht sofort. In Milwaukee stapelt sich Fracht. Holland. Machen wir zumindest mal eine Strecke darüber. Dort ist doch Express fahren. Milwaukee, das gleiche Spiel. Was haben wir hier in größeren Mengen? Das wurde höchstens in Jackson gebraucht, das haben wir nicht mal angeschlossen. Toledo, Saginaw würde das nehmen. Wieder Saginaw. Das nehmt er auch. Ich denke, da steht die Strecke schon fest. Quatsch. Hier stapelt sich auch immer noch ganz schön was. Aber nicht in so großen Mengen. Außer das Holz. Was in Milwaukee gebraucht werden könnte. Dann machen wir nochmal einen Zug. Und ich glaube, Milwaukee hatte auch. War das jetzt aus Bend? Ja. Oder war das Kalamazoo? Muss ich nochmal schauen. Das war hier, siehst du. Milwaukee hat mal gesagt, wenn ich mich nicht täusche. Werden wir gleich sehen, ob der was mitnimmt. Ja, aber hallo. Langholz in Massen. Detroit und Toledo stapeln sich auch die Waren. Hier Kleidung aus Bend. Nachfrage gibt es dafür nicht. Ich denke, du wirst deine Schafe nach Chicago transportieren. Jetzt sind sie wieder erfreut über uns. Wir haben für Golden Buchwert schon fast geschafft. Industriegewinne schaffen wir auch. Aber locker. Was haben wir gesagt? Nach Chicago. Darfst du Express fahren? So viel bringt die Wolle nicht mehr, die Kleidung. Das Textilwerk können wir eigentlich trotzdem übernehmen. Ist ja auch oft gewertet. Das Stahlwerk. Übernehmen wir auch. Das war ein Lagerhaus. Das Textilwerk übernehmen wir auch. Mal die Kohle in die Hand nehmen, hier investieren. Die Destille lohnt sich inzwischen auch. Die Schafzucht, klein aber oho. Und klein ist unser Geld wieder dahin geschmolzen. Die Strecke haben wir übernommen. Ist überhaupt noch Konkurrenz? Hier ist noch Konkurrenz. Und das war's, soweit ich das sehe. Vielleicht erfüllen wir aber erstmal unser Missionsziel und bauen runter nach Springfield über Danville Lafayette.
wird. Ach, hier drüben war Springfield. Fahren wir gleich rüber. Mal schauen, dass wir einigermaßen gut dort ankommen. Und Springfield wird dann auch schon ein Drehkreuz hier. Na Quatsch. Gibt doch kleinen, großen Bahnhof. Danville müsste ein kleiner reichen, hä? Ja. So. Ist der eine? Na sicher, sicher. Den Wasserturm, wo haben wir den hingesetzt? Vielleicht gleich weiter hochsetzen sollen. Haben wir noch gar keine hingesetzt, hä? Oder ich bin blind. Ne, steht noch keiner. Gut, da werden wir noch einen ransetzen. Von Springfield. Schauen wir mal, was Springfield noch so Schönes zu bieten hat. Neutral. Kürzen schon wieder unser Gehalt. Kann ja wohl nie wahr sein. Buchwert haben wir geschafft. Industriegewinne haben wir fast geschafft. Naja, das war es eigentlich schon so gut wie. Nur noch ein Unternehmen im Geschäft. So, was Springfield, was hast denn du zu bieten? London Heart. London Heart. London. Chicago. Detroit kriegt sowieso eine eigene Strecke. So. Wir werden zumindest eine Strecke. Das wirklich. Genau, eine Strecke nach London wird es geben. Und eine Strecke nach Cleveland. Du bist Express. Und den nehmen wir von Cleveland los. Du bist ebenfalls Express. Können wir eigentlich weiterfahren nach Fort Wayne und Lima und das vielleicht würde hier verbinden Lafayette, Fort Wayne, Toledo. Das spart ein Riesenstück Strecke unterwegs. Ich denke, das wird der bessere Weg sein. Nee. Kommst du hier oben raus? Ja. Denn so verkürzen wir die zukünftige Reisezeit, nehme ich. Weil die Züge nie da oben durch müssen. Bist du drinne? Jawohl. Fort Wayne. Da kommen wir auf jeden Fall mehr Wassertürme. Auf so einen Streckenabschnitt hier. Und mindestens zwei Lokschuppen. Unsere 10 Millionen hier für unsere Industriekäufe haben wir schon wieder rein. Die Wirtschaft ist wieder auf dem richtigen Weg. So. Ja, du kriegst erstmal eine Direktverbindung nach Toledo und eine nach Lafayette und gut ist. Und unsere Züge von Springfield und so weiter müssten jetzt nach London und Cleveland, wenn die das nächste Mal fahren, auch den kürzeren Weg nehmen.
und von Springfield. Um die Mission beenden zu können, müssen wir auch weiter nach St. Louis. Ich übernehme den Konkurrenten hier gleich schon. Der hat inzwischen einiges aufgebaut, der wird teuer. Geld haben wir ja genug. So, 36.000. Genauso viel wie die anderen Investoren. Das wird nämlich eine harte Übernahme hier. Das wird eine richtig harte Übernahme. Den hätten wir, glaube ich, zuerst nehmen sollen. Millionen willst du ohnehin schon. Kriegen wir dich für 12 oder was? Dann müssen wir natürlich sparen dorthin. Oh, das kommen wir schnell hin. Den werden wir so wie er ist aufkaufen. Züge sortieren und dann geht das los. Fast 15 Millionen müsste man es ja eigentlich schon schaffen. Ei, du bist ganz schön gefallen in deinem Firmenwert. Gut, dass wir gewartet haben. Investieren wir mal 11. Fusion erfolgreich. Damit sind wir auch die letzte verbliebene Firma im Spiel. Eine Consolidation, hä? Ja. Hermann Dyersburg. Du fährst Jackson Dyersburg. Hermann Dyersburg. Und tschüss. Okay. Das ist zwei verschiedene. Ja. Hübscher St. Louis. Du fährst dieselbe Strecke, du fliegst raus. Du fährst Dyersburg, St. Louis, du darfst fahren. Hier steht nicht. Dann würde ich sagen, schließen wir mal direkt St. Louis an Springfield an. St. Louis und Cleveland kommen zusammen. Und du lädst dich auch gleich ordentlich was. Unsere Aktien gehen durch die Decke. So. 47 Millionen. Wir brauchen nur noch die Industriegewinne, ne? Ja. Würde ich sagen. Gehen wir doch mal wieder. Du machst Profit, du wirst gekauft. Du machst Profit, du wirst gekauft. Du machst kaum Profit, du wirst trotzdem gekauft. Und du bist ein Haus. Meins. Nein, danke. Ja, bitte.
Also warten wir das hier ab. Jetzt nehme ich die Frage. Industriegewinne haben wir fast. Reicht das jetzt, wenn wir alle Ziele erfüllen, oder müssen wir trotzdem bis zum Ende spielen? Und was kümmern von St. Louis aus? Noch so schön verschippern. Detroit. Jackson, ja. Dann machen wir hier einen Zug nach Jackson. Mal gucken, wo das überhaupt war. Wir haben eindeutig zu viele Städte, ne? Ach, das wartet unten. Da fährt er ohnehin im Zug die Strecke. Na gut, da fährt noch einer. Gibt es einen Springfield zu holen? Unmassen Güter, die nach Detroit gehen können, aber wir haben, glaube ich, schon einen Zug nach Detroit. Dann lassen wir es erstmal dabei. Schauen wir uns mal den Jahresabschluss an. Unsere Industriegewinne haben wir auch. Ein goldener Sieg! Sie haben alles erreicht. Glückwunsch, Dankeschön und unser Applaus. Ich beende an der Stelle die Aufnahme, nicht, dass wir einen Crash kriegen. Möchten das Spiel fortsetzen? Das werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Bis dahin, tschüss!